Was ein Spiel, fuck. Es war Loco, ja. Es war einfach Loco. Ballen. Alles rund um die NBA. Let's go. Spiel 5 ist in den Büchern. Spiel 5 war grandios. Wie müde bist du? Extrem, also jetzt ein paar Stunden her, aber was für ein geiles Spiel. Also das war eines der hand-down geilsten Finals-Spiele in den letzten Jahren. Es ging hin und her. Wir haben von der engen Partie in Spiel 4 gesprochen, die allerdings nicht hochklassig war. Spiel 5 war hochklassig, war auf einem aberwitzig offensiv starken Niveau. Richtig, richtig gut. Und die Bucks haben Matchball. Das mal nur vorneweg. Die Bucks können jetzt im heimischen Pfizer Forum in ein paar Tagen tatsächlich Meister werden. Giannis kann sich seinen ersten Ring anstecken. Aber soweit sind wir noch nicht. Jetzt gehen wir erstmal das durch, was da heute Nacht passiert ist. Und fangen vorne an, weil es wirklich ist. Es gibt so viel zu besprechen und irgendwie waren so viele Teile des Spiels unterschiedlich. Fangen wir vorne an. Erstes Viertel, die Suns kommen raus und kommen genauso raus, wie du rauskommen musst, wenn du zu Hause Spiel 5 hast. Bei 2-2. Genau. Monty Williams hat immer wieder bemängelt, in Spiel 3, aber vor allem in Spiel 4. Es kann nicht sein, dass die Milwaukee Bucks uns outworken. Das kann nicht sein, dass sie die Hustle Plays gewinnen und wir sie verlieren. Die kämpfen mehr. Und genau das war nicht der Fall in Spiel 5. Im ersten Viertel 37-21 für die Suns, die offensiv und defensiv in meinen Augen ein perfektes Spiel abgeliefert haben, die komplett die Euphorie der Fans mitgenommen haben, die Fans nochmal mehr euphorisiert haben. Das war ein Zusammenspiel, da war unheimlich positive Emotionen mit dabei. Das war ein perfektes erstes Viertel der Phoenix Suns mit einem ganz aggressiven Chris Paul, was das Pick-and-Roll angeht. Heißt nicht, dass er viel geworfen hat, aber dass er früh attackiert hat, Lösungen gesucht und auch gefunden hat mit Pässen auf Ayton, mit Pässen raus für den Dreier, der über die gesamte Partie super gefallen ist. Grandios. Du sagst es, Chris Paul, der ja wirklich auch reagieren musste nach diesem schwachen Spiel 4, inklusive diesem entscheidenden Turnover auch am Ende, der ja dann vielleicht noch vermeintlich den Sieg gekostet hat. Er war sehr präsent. Ich fand Jake Crowder richtig gut am Anfang. So dieser typische Energizer, gerade defensiv, hat er einige Aktionen gehabt. Und Devin Booker, muss man sagen, hat einfach weitergemacht. Mhm. War sehr, sehr schnell im zweistelligen Bereich, was die Punkte angeht. Und das war eine Lawine, wo man das Gefühl bekommen hat, okay, spannend, ob die Bucks da reinfinden in diese Halle, die völlig gebrodelt hat. Du hast ja nichts mehr gehört. Ja. Und eben Suns Team, was völlig außer Rand und Band war. Und dann kommt Viertel Nummer 2. Giannis geht runter und die Bucks starten einen 16-3 Lauf. Und jetzt müssen wir uns verneigen vor den Bucks, ja, weil definitiv. Chapeau, das war ganz, ganz groß, um es schon vorwegzunehmen. Das war ein absolut verdienter Erfolg in meinen Augen für Milwaukee, die bessere Mannschaft waren, die kompakter waren, als ganzes Team besser funktioniert haben. Und das Ganze hat begonnen, du sprichst es an, mit Beginn von Viertel Nummer 2. Giannis auf der Bank. Am Ende hatte Giannis übrigens ein Plus-Minus von -7. Auch das schon mal vorweg gesagt. Das heißt, also mit Giannis auf dem Feld? Mit Giannis auf dem Feld, genau. Das heißt, sie haben ohne ihn gut funktioniert. Und sie hatten diesen ganz entscheidenden Run. Meiner Meinung nach hat Phoenix das Spiel verloren in den ersten 4-5 Minuten des zweiten Viertels, wo sie alles unter Kontrolle haben, die Halle dabei haben. 16 Punkte vor. 16 Punkte vor. Und dann drehen die Bucks sowas von auf mit Giannis auf der Bank. Da geht auf einmal alles. Holiday, der wahnsinnig spielt, der jeglichen Wurf trifft, der super kontrolliert wirkt. In Spiel 4 noch mit 4-20 aus dem Feld. Auf einmal geht alles, auch von außen, super erfolgreich. Der aber auch sehr, sehr gute Pässe spielt. Am Ende 13 Assists für ihn bei nur 2 Ballverlusten. Super Relation. Portis, der wichtige Minuten geht. Connaughton von der Bank mit 4 erfolgreichen Dreiern. 3 davon in diesem zweiten Viertel. Sie haben perfekt gespielt und sie haben vor allem eine Sache geschafft. Sie sind in Transition gekommen. Ganz, ganz viel Pace. Die Bucks haben immer wieder aufs Tempo gedrückt, weil sie in der Set-Offense teilweise in den vergangenen Partien, gerade in Spiel 4, Probleme hatten. In der Halbfeldoffensive haben sie versucht, Tempo zu machen, die Defensive der Suns früh unter Druck zu setzen. Und das ist so, so gut gelungen. Und auch als Giannis dann wieder mit zurück aufs Parkett gekommen ist, ging es weiter. Am Ende 43-24 in diesem Viertel. Und auch wenn das dann im dritten Viertel besser wurde, auch da Milwaukee weiterhin auf einem absurden Niveau. Also ich einfach nur als Zuschauer habe mir im dritten Viertel gedacht, die können nicht daneben werfen. Es ist alles gefallen. Es ist gefühlt alles gefallen. Du hast Jrue Holiday angesprochen, den ich habe jetzt nicht so viel Basketball in meinem Leben gesehen, aber den habe ich noch nie so gesehen wie in dieser Partie. Also wie du schon gesagt hast, fehlerlos, alles hat funktioniert. Diese Kontrolle, auch diese Geduld mit Ball zu haben, defensiv natürlich auch wieder ein Riesenfaktor. Das darf man bei ihm ja nicht vergessen. Also da kommen wir später ja noch drauf, dass er auch in der alles entscheidenden Szene dieses Spiels auch wieder seine Hände im wahrsten Sinne des Wortes mit im Spiel hatte. Dazu Middleton, bei dem ich auch sagen muss, wir haben gerade auch schon auf dem Weg hierher gesagt oder besprochen, der ist ein Superstar geworden im Laufe dieser Serie. Und das hat sich auch dann in diesem dritten Viertel, vierten Viertel fortgesetzt.
Das war, also gerade das zweite natürlich, aber auch das dritte Viertel, das war von den Bucks schon Championship-reif. Hundertprozentig. Also ja. Die Bucks spielen aktuell den besten Basketball, die sie in dieser Zusammensetzung je gespielt haben. In den Playoffs bisher, auch wenn dann wieder viele sagen, ja, die sind in den Finals, alles gut, aber sie haben bisher nicht ihren besten Basketball in den Playoffs gespielt. Und jetzt sind sie in den Finals und seit Spiel 3 spielen sie ihren besten Basketball. Spiel 4 war so ein Zwischending, da haben sie davon profitiert, auch dass die Suns nicht so gut waren, aber sie haben es gewonnen. Spiel 3 war überragend, Spiel 5 war jetzt wieder überragend. Das sind Killer. Sie haben es wieder geschafft, von einem 0-2 zurückzukommen. Und auch Chapeau in Richtung von Mike Budenholzer, der es auch wieder gepackt hat. Lösung gefunden hat, auch in der Halbfeld-Offense. Da war viel Ballbewegung drin. Am Ende, was die Assists angeht, 26 Assists. Das ist ein richtig guter Wert. Bei 11 Turnovern, das ist auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Nicht ganz so gut wie in Spiel 4, aber trotzdem noch exzellent. Sie haben Lösung gefunden. Sie haben viel Bewegung abseits des Balls. Es ist nicht nur Giannis. Es ist eine gesamte Mannschaft mit verschiedenen Plays, die sie genau im richtigen Moment auch anzuwenden wissen. Einfach richtig, richtig gut, was sie in Viertel 2 und 3 gemacht haben, wo sie wieder zu dem Zeitpunkt schon klar sichere Sieger aussagen. Ja, also man hatte wirklich einfach irgendwann den Eindruck, wie sollen die denn verlieren? Die haben, hatten, glaube ich, sogar im vierten Viertel noch hinten raus, da kommen wir jetzt hin, hinten raus wurden die Quoten schlecht, aber die hatten im vierten Viertel als Team über 60% aus dem Feld. Auch gute Dreierquoten. Und dann kam trotzdem ein Bruch. Und dann kam Phoenix trotzdem nochmal ran. Und jetzt müssen wir über Phoenix sprechen, die in Spiel 4 und 5 die Chance hatten, trotz allem das Spiel zu gewinnen und es nicht gepackt haben. Sie haben es nicht gepackt und das tut weh. Und sollte das nicht hinhauen mit der Championship, dann werden sie da sicherlich an verschiedene Szenen nochmal zurückdenken. Ganz kurz zu den Suns, also bei den Bucks, es war relativ klar, dass die Suns nicht nochmal so schlecht spielen werden wie in Spiel 4. Ja. Bei den Bucks war es deshalb vonnöten, dass nicht nur Middleton und Giannis performen, sondern auch Holiday hat er gepackt. Bei den Suns, Booker mit einer grandiosen Leistung am Ende mit 40 Punkten, 17 von 33 aus dem Feld, der hat einfach so weitergemacht. Paul und Ayton am Ende auch mit 20 bzw. 21 Punkten, aber nicht mit dieser Leistung, die auf der anderen Seite die Superstars gebracht haben. Das heißt, gerade Chris Paul. Gerade Chris Paul, von dem zwischendrin nichts zu sehen war. Das war bei den Suns zwischendurch zu eindimensional. Da ist es wirklich gefühlt 10, 15 Minuten lang immer nur Booker gewesen. Nur Booker. Und klar, der hat gescored und immer mal wieder gescored, aber es geht ja auch darum, dem Rest Rhythmus zu geben. Du brauchst da eine ganz gute Balance. Und die war ja so zwischen Mitte, Anfang zweites Viertel und Anfang viertes Viertel nicht unbedingt gegeben. Also da hatten sie Probleme und trotzdem haben sie sich zurückgekämpft. Und trotz dieser Leistungen der Bucks, der Superstars der Bucks, der Bank der Bucks, eigentlich aller Bucks-Spieler, hat Devin Booker die Möglichkeit, die Suns 15, 20 Sekunden vor dem Ende in Führung zu bringen. Und dann kommt eben Holiday. Und dann kommt Holiday, der da plötzlich auftaucht von der Seite. Also eigentlich, Booker hatte sich schon festgelaufen, so ein bisschen in, ich meine, Tucker und Giannis Antetokounmpo. Und dann kommt Holiday von der Seite, klaut den Ball. Und es war wirklich eine fast identische Szene zu Spiel 4, wo Chris Paul auch den Ball hat in dieser alles entscheidenden Possession kurz vor dem Ende, auch den Ball verliert. Wieder Holiday übrigens. Er war in beiden Possessions jeweils derjenige, der den Ball dann geklaut hat, dann gibt es dieses Fast Break. Giannis macht den sogar dann mit N1. Da müssen wir auch nochmal über Paul sprechen, denn er muss da die Hände weglassen. Dann ist es kein Two-Possession-Game. Also auch um das nochmal zu erklären, im Kopf von Chris Paul war, Giannis zu foulen, bevor er am Ball ist. Wenn er ihn kriegt, bevor er am Ball ist, dann ist es ein Loose-Ball-Foul und dann geht Giannis an die Linie. Dann wäre es gut gewesen. Aber das kannst du natürlich nur genau in dem Moment machen, wenn du auch 100% sicher bist. Das sagt sich jetzt ganz einfach, ist natürlich schwer umzusetzen. Super schwer, ja. So war es ein And-One-Play. Giannis hat den relativ locker, man kann es so sagen, bei der freakigen Athletik, die der Grieche hat, reingestopft. Und Giannis verwirft die Freiwürfe. Auch das ein Thema. So viele Themen. Ja. Er hat nochmal hinten raus ein bisschen gejoked von der Linie. Am Ende waren es 4 von 11 Freiwürfen. Aber am Ende hat er auch 12 Punkte im letzten Viertel gemacht und hat ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht, Giannis Antetokounmpo. Also auch seine Zahlen sind ja überragend mit 32 Zählern, 9 Rebounds, 6 Assists, kein einziger Ballverlust. Also er ist dann schon auch aufgetaut. Aber erstmal den Ball zu spielen von Holiday nach dem Steal, diesen Alley-Oop zu spielen, was für dicke Eier muss man haben? Und den auch noch so on point zu spielen. Und Giannis, der ihn dann reinstoppt, auch da schaut nochmal drauf. Mit dem Kopf knallt er da fast an den Ring. Der hing ja irgendwo eigentlich. Brutal, brutal. Ja. Und am Ende, also fertig aus, das ist ein verdienter Sieg für die Bucks, die waren die bessere Mannschaft und trotzdem ist die Serie far from over, also noch nicht. Frage an dich zu diesem alles entscheidenden Ding am Ende, Devin Booker holt sich den Rebound bei -1, sie waren einen Punkt in Rückstand, Rebound nach den Freiwürfen von Giannis und du hast die Möglichkeit in Führung zu gehen mit der Possession, hättest du eine Auszeit genommen? Nein, also man muss dazu sagen, es war noch eine Auszeit übrig, die Auszeit zuvor hatte er genommen.
zwischen den Freiwürfen von Giannis Antetokounmpo. Hat beide verworfen. Genau, hat den ersten verworfen, dann die Auszeit. Genau. Icing the Shooter, ja. Auch nochmal, obwohl... The Shooter. Obwohl Giannis erstens kein Shooter ist und er sich von selbst eist immer wieder. Aber es ist trotzdem aufgegangen. Und du willst nochmal für diese letzte Sequenz, falls irgendwas schief geht, willst du nochmal eine Auszeit haben. Die hatten sie ja dann auch. Die haben sie ja dann auch gebraucht hinten raus. Es war nur noch eine Auszeit übrig. Und Booker war im Flow, hatte kurz vorher diesen schwierigen Dreier nach zwei Offscreens getroffen. Ich fand das vollkommen in Ordnung von Monty Williams. Aber ja, also kann man so und so sehen. Jrue Holiday, irgendwie schon der Held des Abends, aber auch Chris Middleton wieder in dieser ganz entscheidenden Phase. Am Ende hat er da zwei Korberfolge gehabt. Die Bucks haben gewackelt. Die haben komplett gewackelt. Nur mit der Zeit gespielt. Es war am Ende, waren kaum noch gute Würfe dabei. Und dann trifft Middleton einmal diesen And-One-Jumper mit dem Fuß auf der Linie. Längerer Wurf aus der Mitteldistanz. Und einmal diesen Dreier, wo in der Offensive komplette ISO, nichts ist. Einfach nichts ist. Aber er rettet sie. Und diese beiden Würfe retten dann auch irgendwie die Milwaukee Bucks zusammen mit dem Steal von Holiday und anschließendem Alley-Oop dann von Giannis. Was ein Spiel. Fuck. Es war Loco. Ja. Es war einfach Loco und jetzt kommt Spiel 6. Was machen wir damit? Ja, spannend. Also der Kopf spielt eine Rolle. Man sagt immer, eine Serie zu closen ist nicht so einfach, ist das schwerste Spiel überhaupt. Aber die Bucks haben gezeigt, dass sie mental einfach richtig gut sind. Spiel 7 ja auch schon mal gewonnen, ne? Gegen Brooklyn, in Brooklyn. Egal, wie das jetzt zustande kam, sie haben es gewonnen in Verlängerung. Und trotzdem waren sie in dieser Situation noch nicht. Also abwarten. Und auch jetzt waren die Suns wieder da, hatten mit Booker die Möglichkeit in Führung zu gehen, obwohl die Bucks so überragend werfen, 57,5% aus dem Feld, 50% Dreier und trotzdem sind sie da, weil auch die Suns auf der anderen Seite 68% treffen und dieses Fighting Game, dieses Possession Game, was bisher in der Serie so klar in Richtung der Milwaukee Bucks ging, war ausgeglichen heute. Das war einfach ganz große offensive individuelle Qualität auf beiden Seiten, ein bisschen mehr bei den Bucks und das hat den Unterschied gemacht. Ich bin gespannt, ob die Bucks das closen können. Die Suns haben im Staples Center zweimal Spiel 6 gewonnen in diesen Playoffs, allerdings mit einer Führung im Rücken. Das muss man auch dazu sagen, mit einer Führung im Rücken, das heißt, da ist der Druck nicht ganz so da gewesen. Erster Rückstand jetzt. Jetzt ist es eine Must-Win-Situation. Chris Paul muss noch mal eins draufsetzen, kann Booker erneut so performen und was machen die Bucks? Wackeln da die Hände? Was ist mit den Nerven? Es wird wunderbar. Was glaubst du? Also irgendwie mein Herz will einfach dieses siebte Spiel. Also jetzt ohne da für irgendjemanden zu sein oder gegen irgendjemanden, aber irgendwie diese Serie, diese Playoffs. Aber was glaubst du? Ja, ich glaube an ein Spiel 7. Ich auch. Na dann, lassen wir es doch an der Stelle. Bis zu Spiel 7. Nee, wir hören uns nach Spiel 6 auf jeden Fall wieder. Bis dann.